Oscar der Renaissance Kritik hat dann heute gar keinen Film aus USA ausgezeichnet. The Golden Bear for Best Film goes to Folko Marić, Fire at Sea. Zum ersten Mal seit vielen Jahren beginnt damit wieder einmal ein Dokumentarfilm, den Goldenen Bär. Gianfranco Rosi hat Fukamara über ein Jahr lang im Mittelmeer und auf Lampedusa gedreht. Das Elend der Flüchtlinge, aber auch die Herausforderung für die Einwohner. Stille Beobachtungen, ungewöhnliche Bilder, kein politisches Pathos. Ich hoffe, dieser Film bringt ins Bewusstsein, dass Menschen nicht auf dem Meer sterben sollten, wenn sie versuchen, eine Tragödie zu entfliehen. Vier Schauspieler in der Jury, das wirkt sich auf die Bedeutung der Darstellerpreise aus. Meryl Streep selbst tritt hier ein zweites Mal in Aktion. The Silver Bear. Der silberne Bär für die beste Darstellerin geht an Trine Dyrholm. In dem dänischen Film Kollektive spielt Trine Dyrholm die Rolle ihres Lebens. Anna ist eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin. In den 70er Jahren beschließen ihr Mann und sie, eine Kommune aufzumachen. Was völlig beginnt, wird zur Katastrophe, als Erik seine Geliebte dorthin mitbringt. Eine Glanzleistung der 43-Jährigen. Ausgezeichnet als bester Darsteller wird der Tunesier Majid Mastura von Clive Owen. Hedi in dem gleichnamigen Film ist ein junger, angepasster Mann, der konservativ streng mit der schönen Baya verlobt ist. Da verliebt er sich in die moderne Jüngerin. Seine Welt dreht aus dem Fugen. 5 Jahre nach dem arabischen Frühling ein Film als Symbol für eine Gesellschaft im Umbruch. 18 eindrucksvolle Filme in diesem Jahr. Gesellschaftliche Prozesse in menschlichen Schicksalen gespiegelt. Eine Stärke der Berlinale 2016.